Tag, liebe Zuschauer. Ich melde mich am zweiten Tag der Invest 2018 wieder mit einem interessanten Blogger bei Ihnen. Neben mir steht Luis Passos. Luis, dein Blog Nur Bares ist Wahres ist heute unser Thema. Und erstmal vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns ein bisschen über deinen Blog und dein Leben als Finanzblogger zu sprechen. Lass uns zunächst mal damit beginnen. Wie viele Leser hat denn dein Blog schon? Ist es ein relativ alter Blog oder noch ein junger Blog? Wie sieht es da bei dir aus? Der Blog ist noch relativ jung. Ich habe am 31. Januar 2017, also vor einem guten Jahr, gestartet. Und wie jeder Blogger weiß, so das erste halbe Jahr schreibt man ja ausschließlich für sich und den Freundeskreis, die sich erbarmen. Mhm. Und tatsächlich mit dem Besuch der letztjährigen Invest hier in Stuttgart hat sich das Ganze positiv entwickelt, vor allem durch die vielen Kontakte, die ich geknüpft habe, Gastbeiträge etc. ist das zunehmend populärer geworden. Natürlich auch durch das Buch, das dem Blog vorangegangen ist und was das Thema ein bisschen populärer gemacht hat. Dadurch habe ich dann auch zunehmend Leser gefunden. Mittlerweile habe ich um die 600 Abonnenten, die also mein Newsletter abonniert haben, und um die 5000 monatliche Leser, was natürlich spannend. Wie viele Berichte kommen denn so pro Tag, pro Woche auf deinem Blog? Was ist so der Newsflow? Etwa ein Bericht oder ein Blogbeitrag pro Woche. Wobei ich aber auch sagen muss, ich lege schon Wert auf eine fundierte Recherche und auf einen gewissen Sprachstil. Ich mag es nicht, schnell gestrickte Artikel zu publizieren, sondern das Ganze hat schon einen gewissen qualitativen Anspruch, auch inhaltlich und von der Gestaltung. Und da bin ich mit einem Beitrag pro Woche ganz gut bedient. Eben, das heißt ja auch dann viel Zeitaufwand für dich. Wie lange braucht das, bis du so einen Beitrag so weit hinbekommen hast, dass du sagst, ich bin zufrieden, ich stelle den ein, weil er meinen konkreten Ansprüchen entspricht? Das ist natürlich sehr verschieden. Das kann, je nachdem, wie viel Recherche ich im Vorfeld zu einem bestimmten Thema ohnehin schon gemacht habe, kann das mal schnell von der Hand gehen. Das ist vielleicht 2-3 Stunden. Kann aber deutlich mehr sein, wenn ich mir sage, okay, ich mache heute mal eine Wertpapierbesprechung und ich lese die Geschäftsberichte der letzten Jahre. Ich vertiefe mich ein bisschen, was macht das Management, wie war Cashflow-Analyse letztes Jahr etc. pp. Dann dauert das natürlich ein bisschen, um das Ganze dann in entsprechende Form zu bringen. Und was ich am Anfang auch noch immer unterschätzt habe, ist, eine Sache ist, einen Beitrag zu schreiben und ihn dann umzusetzen in einen schönen Blogbeitrag. Das heißt, mit einer Grafik, mit den Überschriften gesetzt, mit den Verlinkungen etc. pp. Das muss ja auch allen gewissen Standards genügen. Und dann, sei nochmal, der allgemeine Teil, der mit dem Blog einhergeht, sowas wie Stichwort jetzt die neue Datenschutzgrundverordnung. Da muss man auch Änderungen vornehmen, die kosten mehrere Stunden Zeit. Und sag ich mal so, eine Stunde Zeit pro Tag ist ein ganz guter Ansatz, der mich damit beschäftigt. Aber das mache ich auch gerne. Ja, gibt es denn irgendeinen Blogger, irgendeine andere Webseite oder irgendetwas außerhalb des Internets, das dich persönlich regelmäßig inspiriert, wo du sagst, da gucke ich mal hin und da hole ich mir Ideen und dann beschreibe ich das ähnlich oder ich sehe es ganz anders, als die es sehen? Gibt es da irgendwas oder ist das alles sozusagen, kommt das alles, was du schreibst, aus dir selbst heraus? Ich muss sagen, ich habe da schon meinen eigenen Stil entwickelt, was natürlich auch daran liegt, ich habe schon vorher Beiträge für Zeitschriften geschrieben, war also dem Thema nicht ganz unbeleckt. Und inhaltlich bin ich ja eh in einer Nische, die in Deutschland sonst nicht existiert. Das heißt, ich habe da schon mein eigenes Profil und auch meinen eigenen Stil da entwickelt. Allgemein im Finanz- oder Geldbereich lasse ich mich natürlich schon inspirieren, oder habe ich mich inspirieren lassen, aber überwiegend dann schon von Büchern. Mhm. Eine andere Frage, die in Bloggerkreisen sehr kontrovers diskutiert wird, ist, wie gehe ich mit meinen Lesern sprachlich um? Duze ich sie? Sieht sich sie? Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, ich bin einer der wenigen Blogger, der seine Leser konsequent siezt. Mhm. Warum? Was ist da so die Motivation? Die Kinderstube, die mir zuteil wurde, da fühlte ich mich einfach damit wohler. Ja,
ist in Ordnung. Ja. Was macht deinen Blog jetzt besonders? Was hebt ihn ab von den anderen Blogs? Das Thema Dividenden hast du schon ein bisschen anklingen lassen. Ja, das sind eben nicht Dividenden, sondern ich habe diese Kategorie Hochdividendenwerte genannt. Es geht ja also tatsächlich nicht um Standard-Dividendenaktien. Klar, das Thema ist von anderen besetzt, auch sehr gut besetzt, aber das Thema Hochdividendenwerte, da bin ich selber im Jahr 2002 mal drauf gestoßen, habe das für mich selber fand ich das einen tollen Ansatz. Es geht hier um börsennotierte Anlagen, die aber einem speziellen Rechtsrahmen und einer speziellen Regulierung unterliegen. Oftmals handelt es sich dabei um Wertpapierkategorien, die tatsächlich insbesondere im angelsächsischen Raum geschaffen worden sind, um eben ja, Rentner mit einem zusätzlichen Einkommen zu versorgen. Das heißt, wir haben hier Wertpapiere, die quartalsweise, teilweise sogar monatlich ausschütten, eben mit dem Ziel, dem Anleger, dem überwiegend etwas älteren, etwas gesetzteren Anleger, beziehungsweise dem Anleger, der gezielt auf ein zusätzliches Einkommen setzt, da ja auch der Untertitel mit Hochdividendenwerten zum passiven Monatseinkommen das Buch mal darauf hoch, Wert legt. Genau. Bargeld, Bargeld statt Buchgewinn. Also es geht nicht darum, die krachende 100%-Aktie zu finden, sondern Nein. lieber eine Aktie, die wie viel Prozent so jährlich ausschüttet. Ab wo sind Aktien dann Hochdividendenaktien, wie du sie bezeichnest, und wo sind sie Normaldividendenaktien? Na, sagen wir mal Hochdividendenwerte. Also eine typische Kategorie beispielsweise, die dürfte auch noch am geläufigsten sein, sind beispielsweise REITs, also Real Estate Investment Trust, also diese Immobilienanlagen. Die sind reguliert, die haben den großen Vorteil, die Erträge nehmen die brutto für netto ein, weil die auf Unternehmensebene nicht besteuert werden. Dafür sind sie verpflichtet, eben einen großen Anteil an die Anleger auszuschütten. Das ist zum Beispiel ein Hochdividendenwert. Aber davon, von dieser Klasse, gibt es ganz, ganz, ganz viele. Gerade eben in den angelsächsischen Ländern, weil die dort ja auch nicht viel mehr als eine Basisrente haben und daher privat vorsorgen müssen. Daher sind die dort sehr beliebt. Die Ausschüttungsrenditen gehen so irgendwo, das ist meine persönliche Grenze, bei 5% los und gehen, ja, je nach Risiko, das man wählt, man kann auch in einen sehr spekulativen Bereich gehen, dann bis 20%, aber da hat man natürlich ein enormes Risiko. Mhm. Was ist denn so deine Top-Empfehlung, wenn es überhaupt eine gibt? Abgesehen von diesem Sektor, gibt es da irgendeine Aktie, die dich im Augenblick besonders fasziniert, oder gibt es da so viele, dass du gar nicht nennen kannst? Ja, es gibt ja schon mehrere hundert bis tausende Papiere, die da in Frage kommen. Ich möchte ungern nur Empfehlung abgeben, aber ich sag mal, ein Titel, den ich schon, glaube ich, am längsten im Depot habe, ist ein australischer Wert, eine Firma, die nennt sich Spark Infrastructure. Dabei handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft und die ist beteiligt an Stromnetzen in Down Under, lässt betreiben mehrere Stromnetze in den Metropolen. Extrem langweiliges Geschäft. Schüttet mindestens die 6% pro Jahr raus. Die Inflation hat man in der Kurssteigerung auch immer wieder drin, also ein leichtes Kurspotenzial auch. Völlig unspektakulär, extrem langweilig, genau das Richtige für Einkommensinvestoren. Jetzt zum Abschluss eine etwas böse Frage. Was machst du, wenn die Börse total crasht und auch diese Hochdividendenanleihen, Anlagen sozusagen in den Keller rauschen und erst einmal die Allgemeinheit das Interesse an der Börse noch richtig verliert. Also nicht nur ein bisschen verliert, wie so 2001, 2002, als es runterging oder nach der Finanzkrise, sondern so richtig. Ja, da ich ja schon voll engagiert war in diesem Segment im Jahr 2007 bis 2009, weiß ich ja, wie das ist. Und das ist ein unschönes Gefühl, wenn die Zahlen immer roter werden. Aber letztendlich, das Gute ist, man hat die einmalige Chance, dann diese Werte auch extrem vergünstigt zu bekommen und dort ein sehr, sehr hohes Dividendenpotenzial zum sehr guten Kurs einzukaufen, weil, das beschreibe ich auch in dem Buch, man kann sich den sogenannten Base-Effekt gezielt zunutze machen, dass eben, wenn die Kurse runtergehen, das ist im Prinzip wie bei Immobilien auch, die Mieten schwanken weniger als die Preise von Immobilien, genauso ist es bei den Hochdividendenwerten auch. Die Ausschüttungen schwanken viel, viel weniger als die Kurse. Das heißt, gerade wenn die Kurse in die Knie gehen, dann kaufen. Und da muss man natürlich die entsprechende Psyche für haben. Aber da ist es die Chance, dann zu reinvestieren. Worüber wir, glaube ich, nicht zu reden brauchen, ist, dass, wenn es nochmal einen schweren Crash gibt, dass dann das Interesse allgemein an Finanzthemen abebbt. Deswegen bin ich froh, dass das Buch rausgekommen ist, auch
in der Horse-Phase und nicht in der Best-Phase. Okay. Meine Damen und Herren, wenn Sie also weitere Informationen zu diesem spannenden Thema Hochdividendenanleihen wünschen, wie gesagt, dieses Buch ist ein erster Schritt dorthin. Und ein anderer ebenso empfehlenswerter Schritt ist natürlich der Blog Nur Bares ist Wahres. Luis, herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Ich habe zu danken. Ebenfalls. Vielen Dank.